Hey ihr Hübschen. Als ich das letzte Mal ein Video gemacht habe, war Corona für mich nur eine Biermarke. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, denn ich habe heute etwas sehr Sickes für euch vorbereitet. Mitte 2019 war ich viel auf Soundcloud unterwegs und habe meine Liebe für Jazz mit meiner Liebe zu EDM vereinen können. Lange Rede, kurzer Sinn, heute geht es um Melodic Future Bass. Und ich sage euch, nicht nur der Track, den ich gemacht habe, ist fire, sondern auch der Interpret, der mich dazu inspiriert hat. Die heutige Episode Prod By beschäftigt sich mit fire. Die Geschichte, wie dieser Track entstanden ist, mag etwas komisch für euch sein. Es fing damit an, dass ich durch einen Livestream von Dylan Tallchief auf einen Produzenten mit dem Namen Fire aufmerksam wurde. Der Track, den er im Stream zeigte, lässt sich am besten beschreiben als eine Mischung aus Melodic mit Tempo Dubstep, Progressive House und Chiptune. Im Prinzip hat Fire einfach nur ein musikalisches Thema vorgestellt und es dann variiert in verschiedenen Stilen. Ich spiele euch mal kurz die Drops vor. Ihr checkt, was ich meine, glaube ich. Neben Sounddesign und Klangästhetik habe ich mich besonders in die Akkorde und Melodien verliebt. Alles klingt sehr positiv, bittersüß und verliebt. Kein Wunder, dass manche Producer bei diesem Genre auch gerne mal von Love Trap sprechen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. 81 BPM erschien mir ein gutes Tempo für freudige und lebendige Rhythmen zu sein. Ich habe angefangen mit einer Kick und einer Clap. Auf jede Zählzeit eine Kick und auf jede 2 und 4 eine Clap, die ab und zu reversed werden, um dem Ganzen mehr Bums zu verleihen. Dann ein paar Cymbals, eine links, eine rechts. Und vor dem Drop noch diese Toms in Kombination mit einem kurzen Tusch der Kick und der Clap. Und so klingt der Drop im Ganzen. Als Melodieinstrumente habe ich einmal einen stark verzerrten Lead-Synth benutzt und eine Art Glocke, die aber in Wahrheit nur eine Sinuswelle mit ein bisschen Bit-Crush ist. Die Hauptmelodie im ersten Drop besteht hauptsächlich aus dem Lead-Synth, während die Glocke da nur so ein bisschen als Lückenfüller fungiert. Aber gerade das sorgt dafür, dass das Stück sehr orchestral, natürlich und lebendig klingt. Beim Lead-Synth dachte ich vom Sounddesign her an sowas wie eine Sektion Geigen aus einem Orchester mit sehr viel Distortion. Aber leider stand mir keine Geige zur Verfügung. Aber dafür hatte ich ja Hammer. Ein polyphoner Sägezahn mit Distortion später und ich hatte das hier. Dann die eben erwähnte Synthi-Glocke. Einfach ein 3x-Osk-Sinus mit abfallender Lautstärkekurve, etwas Bitcrush und Reverb und schon hat man eine kleine süße Glocke, die aber verdammt viel Atmosphäre beinhaltet. Beim Bass hatte ich mich einmal von meinem eigenen Track Exhale, das ist der Track aus dem Intro, der ist auf meinem Soundcloud, hört ihn euch an und folgt mir da, inspirieren lassen. Der ist nämlich nichts weiter als eine Rechteckwelle mit einem Sinus eine Oktave drüber und dann ein guter Schuss EQ, Kompression und Wave Shaper. Mit weniger Obertönen klingt der sogar richtig trappy. Das wird später noch wichtig. Dann haben wir noch einen zweiten Bass, der ebenfalls eine Rechteckwelle ist, aber mit einem Chorus statt mit Unison. Ein LFO auf der Lautstärke lässt ihn wobbeln. Inspiriert wurde ich hierbei von RDKs Track Atme ein, Atme aus. Dann kommen sehr viele Akkordinstrumente. Am wichtigsten sind hierbei die Sägezahn-Akkord-Synthes. Einmal so als richtige pure Klangwand und einmal als Future Bass-mäßige Wobbles. So ähnlich wie bei meinem Track Exhale auf Soundcloud folgt. Mehrere Arpeggio-Synthes, welche also gebrochene Akkorde spielen. Gebrochene Akkorde sind harmonische Zusammenklänge von Tönen, die aber nicht gleichzeitig erklingen, sondern kurz nacheinander, wie bei einer Harfe. Daher der Name. Schaut mal, diese Welle bei 3xOST nenne ich die Sonic-Welle, weil sie klingt wie der Lead-Synth alter Sonic-Spiele. Dann haben wir noch einen Lead-Synth, der ein bisschen wie ein Arp klingt, einen weiteren Arp, um die Akkorde üppiger klingen zu lassen, einen Arp auf Rechteckbasis, das war jetzt aber auch der letzte. Psych! Okay, das ist zwar kein Arp, aber so ähnlich.
Im Prinzip ist das auch ein Akkord-Synthi, aber die Töne gleichzeitig zu spielen war mir nicht feier genug und deshalb habe ich einfach Alt und S gedrückt und boom, schon klingt das Ganze wie gezupft. Apropos Zupfen, hier ist noch ein Plug-Synthi, den ich in Reverb förmlich ertränkt habe. Der wird begleitet von diesem Pad und das war's. Also, nicht ganz. Wir haben jetzt Instrumente, aber wir haben noch keine Musik. Irgendwas fehlt uns noch. Aber was könnte das sein? FBI, open up! Meine erste Idee war eine Melodie in C-Moll. Da ich eine Menge Fantasie besitze, hatte ich an dem Abend, als ich den Track angefangen hatte zu produzieren, bereits Melodie, Akkorde und Bass im Kopf. Aber das macht es jetzt nicht gerade einfach zu erklären, wie meine Gedanken zur Musik geworden sind. Ich fange der Überschaubarkeit halber mal mit dem Bass und mit den Akkorden an. Wenn wir eine C-Moll-Tonleiter haben, dann besteht diese aus 7 verschiedenen Tönen, die auch Stufen genannt werden. Jede dieser Stufen kann mit mehreren Tönen darüber zu einem Akkord erweitert werden. Und jeder Akkord erfüllt eine bestimmte Aufgabe innerhalb eines Musikstücks, die auch Funktion genannt wird. Wir haben also einmal die Stufentheorie und einmal die Funktionstheorie. Die Haupttonart unseres Stückes, in diesem Fall C-Moll, wird in der Funktionstheorie Tonika genannt und befindet sich in der Stufentheorie auf Stufe 1, hier der Ton C. Er dient mir nun als Basston und Grundton eines C-Moll-Akkordes. Nächster Halt wäre bei mir die Stufe 3, der Ton S. Darüber habe ich einen Dur-Akkord gebildet. Hä? Dur? Ich dachte, das Stück ist Moll. Warum kein S-Moll-Akkord? Ganz einfach. C-Moll und S-Dur teilen sich die exakt selben 7 Töne auf unterschiedlichen Stufen. C-Moll und S-Moll hingegen nicht. Daher sind sie in der Funktionstheorie Paralleltonarten. Der dritte Zwischenstopp ist As-Dur, 6. Stufe von C-Moll mit der Funktion der Subdominant-Parallelen. Subdominant-Parallele? Was ist das wieder für eine Scheiße? Ruhig, Brauner. Dazu kommen wir gleich. Und schlussendlich landen wir auf F-Moll, 4. Stufe von C-Moll und Subdominante. Neben der Tonika sind die Dominante und die Subdominante die wichtigsten Funktionen der Funktionstheorie. Sie befinden sich exakt 5 Töne oder im Fachjargon eine Quinte von Stufe 1 entfernt. Also auf Stufe 5 und wie es der Zufall will, ist Stufe 4 der gleiche Ton wie die Unterquinte von Stufe 1, nur eine Oktave höher. Und genau wie vorhin C-Moll und S-Dur Paralleltonaten waren, weil sie dieselben Töne beinhaltet haben, ist es bei As-Dur und F-Moll genauso, daher die Bezeichnung Subdominante und Subdominant-Parallele. So, das war ein ganz schöner Brocken, aber das Schlimmste habt ihr überstanden. Ich werde jetzt als nächstes die Melodie euch vorspielen, die das Hauptthema des Tracks darstellt. Jetzt werde ich euch die Akkorde des Sägezahns dazu spielen und ein paar Sachen einblenden. Hier seht ihr einmal den Basston, seine Stufe, die Akkordbezeichnung und die jeweilige Funktion. Da ein Musikstück hin und wieder seinen tonalen Schwerpunkt verlagert, ändern sich diese Parameter entsprechend. Also werde ich solche Wechsel ebenfalls kennzeichnen. Lasst euch außerdem von den Akkordsymbolen nicht verwirren. Das ist keine Vanilla-Dur-Moll-Scheiße, das sind teilweise echt crazy Jazz-Akkorde, die einzeln zu erklären, würde hier komplett den Rahmen sprengen. Vielleicht tauche ich in die Materie ein anderes Mal ein. Aber genug geschwaffelt. Die Mehrheit der Arps habe ich mit Einzelnoten in der Piano Roll geschrieben, aber bei 2 Arps habe ich tatsächlich auf die Arpeggio-Funktion des FL Samplers zurückgegriffen. Da ich nicht immer denselben Akkordtypen auf verschiedenen Tönen spielen kann, ohne dass es scheiße klingt, habe ich einfach den Parameter Akkordtyp automatisiert und so eingestellt, dass immer ein zur Harmonie passender Akkord erklingt. Auch das Panning und die Lautstärke habe ich automatisiert und die Geschwindigkeit des Arps. Der Rest an Automationen ist hauptsächlich Filter und Tape Stop. Übergänge zwischen den Sections einfach abzubrechen, klang scheiße. Also habe ich einerseits den jeweils letzten Hit einer Section mit Reverb versehen und den Anfang neuer Sections mit Reverse Reverb Zeugs. Ihr wisst, was ich meine.
Im Intro führt uns der gezupfte Bitcrush-Synthie in die Tonart ein. Auch hier seht ihr noch einmal musiktheoretisch, was dabei abgeht. Langsam kommen die anderen Instrumente mit derselben Harmonieführung dazu, bevor es in den ersten Drop geht. Die zweite Hälfte des Drops fungiert als eine Art Antwort auf die erste. Und auch innerhalb dieser Antwort spielen die Bells eine Art Frage-Antwort-Spiel mit ihren Motiven. Ihr checkt, was ich meine, glaube ich. Anschließend kommt ein Build-Up und der zweite Drop, der das Thema aus dem ersten imitiert, aber in einem anderen Stil. Genau wie bei Fire vorhin. Nach diesem Drop kommt wieder eine etwas ruhigere Section mit viel Reverb und dann wieder ein Build-Up und Drop 1. Und was das Outro angeht, da muss ich noch etwas Persönliches loswerden. Als ich diesen Track fast fertig hatte, ist jemand aus meinem Bekanntenkreis verstorben. Ich lernte ihn als Jugendlicher kennen. Er verfolgte meinen Werdegang als Künstler und unterstützte mich stets in allem, was ich in der Richtung tat. Generell war er ein sehr an Musik und Kultur interessierter Mensch. Sein Tod war der Grund, warum ich diesen Track Pulse genannt habe. Und warum ich ihn so beendet habe, wie er nun heute ist. In diesem Sinne, genießt den Track. Enjoy the fire.
Oh hey, ihr seid ja noch da. Cool. Ich möchte mich bedanken bei den Leuten, die mir in letzter Zeit viel Feedback gegeben haben, nämlich Chaotic, Testudion und Styx von Chroma League. Danke, Jungs. Die machen gerade ein Battle-Rap-Turnier mit dem Namen CLT. Checkt das mal aus, ich produziere da die eine oder andere Runde. Die gesamte CLT-Community ist richtig korrekt, ihr könnt gerne auf den Discord-Server joinen. Auf Discord häufen sich außerdem in letzter Zeit immer mehr Anfragen von Leuten, die Beats von mir haben wollen. Also, wenn ihr auch Beats wollt, schreibt mir einfach auf Discord. Ansonsten, like dieses Video, kommentiert es, teilt es mit Leuten, die sich für Musik und Musikproduktion interessieren, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.